uns auch. In dieser dunklen Jahreszeit, da braucht man ja immer Bücher, die ein bisschen Magie verströmen, die ja, die dunkle Jahreszeit aufnehmen, die von Schnee und Kerzenlicht und warmem Gebäck und Zuckerguss erzählen. Und ein solches Buch habe ich mitgebracht. Das heißt Adam und die Jagd nach der zerbrochenen Zeit von einer jungen Frau, von der man ganz wenig weiß. J.C. Smith heißt sie und ist bei Hansa erschienen. Und dieses Buch ist ja, ein wunderbares Rätsel, was man irgendwie auch als Erwachsener, glaube ich, der ganzen Familie sehr gerne vorliest, Jungs und Mädchen. Es spielt im Jahre 1999. Wir sind irgendwo in einem Vorort in New York, in einer Seitengasse. Da liegt ein Junge, Adam, der ist 12 Jahre alt und der liegt bei seinem Onkel. Und dieser Onkel ist ein Bäcker, ein begnadeter Bäcker, der die schönsten Törtchen und Gebäcke und Plätzchen backt. Und es durchweht dieses ganze Buch die ganze Zeit ein wunderbarer Geruch. Leider kommen fast keine Kunden in diese Bäckerei. Irgendwie wird die nicht gefunden von den Menschen. Und der Adam lebt bei diesem Onkel, weil seine Eltern schon Jahre zuvor verunfallt sind und beide gestorben sind. Und eines Tages steht ein Mann in dieser Bäckerei, ein großer, merkwürdiger Mensch, fast so eine Art Zauberer, und spricht in Rätseln und erzählt auch von den Eltern, aber man versteht das alles gar nicht, was der meint und was da ist. Auf jeden Fall ist Adam sehr aufgewühlt und fühlt sich bemüßigt, auf den Dachboden zu gehen und in den Hinterlassenschaften. Ach ja, das habe ich vergessen zu erzählen, der Mann hat eine Schneekugel. Und der Adam geht auf den Dachboden und findet in den Dingen, den Hinterlassenschaften seiner Eltern eben auch eine Schneekugel. Und in dieser Schneekugel verändern sich Dinge. Und als er sie schüttelt, landet er plötzlich in einer anderen Zeit. Er ist völlig verwirrt, stellt sich raus, er trifft ein Mädchen, Francine heißt die. Er ist im Jahr 1935 in einem merkwürdigen Ort namens Candlewood, also dort, Kerzendorf. Da ist eine Kerzenfabrik, es passieren auch da mysteriöse Dinge. Dieses Mädchen erzählt ihm eigenartige Dinge. Es ist alles sehr rätselhaft. Das Tolle an dem Buch ist, sie als Leserin, als Leser wissen nicht mehr als Adam. Also es ist wie ein Rätsel. Er schüttelt wieder die Schneekugel, landet wieder in der Bäckerei, hat immerhin ein tolles Rezept für Kerzen mitgebracht, die er nun ab sofort in der Bäckerei trapiert plötzlich. Diese Bäckerei verwandelt sich und die Menschen werden angelockt und plötzlich kaufen alle die tollen Sachen von dem Onkel. Und ja, der Adam macht noch mehrere Zeitreisen. Es wird in einem Nebenstrang noch so eine Geschichte eines Zauberers, eines Zeitgenossen von Houdini erzählt. Mhm. Und wie das alles so zusammenhängt, das ist wie ein Puzzle aufgebaut, das sich nach und nach erst erfaltet. Und wie in allen guten Zeitreisen-Romanen geht es natürlich um die Frage, sollen wir das Schicksal, die Vergangenheit, können wir die irgendwie beeinflussen? Soll er eingreifen bei dem Unfallmoment seiner Eltern oder eben nicht? Und das verrate ich Ihnen natürlich nicht, weil das sollen Sie alle lesen. In diesem wunderbaren und vorlesen. Das ist ein ganz tolles Vorlesebuch. Ach ja, es ist noch ein schöner Satz, den habe ich mir noch rausgeschrieben. Und das ganze Buch ist voll von solchen Sätzen. Das Leben dreht sich immer weiter wie eine Uhr. Aber die Rolle, die jeder Einzelne von uns im Kreislauf des Lebens spielt, ist nur von kurzer Dauer. Wozu ist unsere kostbare Zeit gut, wenn wir sie nicht dazu nutzen, uns gegenseitig zu helfen? Also, das perfekte Buch für die Weihnachtszeit.